Kapitel 1. Im zweiten Jahre des Königs Darius, im sechsten Monat, am ersten Tage des Monats, geschah des Herrn Wort durch den Propheten Haggai zu Serubabel, dem Sohn Sealtiels, dem Statthalter von Juda, und zu Josua, dem Sohn Jozadaks, dem hohen Priester. So spricht der Herr Zebaoth: Dies Volk spricht, die Zeit ist noch nicht da, dass man des Herrn Haus baue. Und des Herrn Wort geschah durch den Propheten Haggai: Aber eure Zeit ist da, dass ihr in getäfelten Häusern wohnt, und dies Haus muß wüst stehen. Nun, so spricht der Herr Zebaoth, achtet doch darauf, wie es euch geht. Ihr säet viel und bringt wenig ein, ihr esst und werdet doch nicht satt, ihr trinkt und bleibt doch durstig, ihr kleidet euch und könnt euch doch nicht erwärmen, und wer Geld verdient, der legt's in einen löchrigen Beutel. So spricht der Herr Zebaoth, achtet doch darauf, wie es euch geht. Geht hin auf das Gebirge und holt Holz und baut das Haus. Das soll mir angenehm sein, und ich will meine Herrlichkeit erweisen, spricht der Herr. Denn ihr erwartet wohl viel, aber siehe, es wird wenig. Und wenn ihr's schon heimbringt, so blase ich's weg. Warum das, spricht der Herr Zebaoth? Weil mein Haus so wüst dasteht und ein jeder nur eilt, für sein Haus zu sorgen. Darum hat der Himmel über euch den Tau zurückgehalten und das Erdreich sein Gewächs. Und ich habe die Dürre gerufen über Land und Berge, über Korn, Wein, Öl und über alles, was aus der Erde kommt, auch über Mensch und Vieh und über alle Arbeit der Hände. Da gehorchten Serubabel, der Sohn Sealtiels, und Josua, der Sohn Jozadaks, der hohe Priester, und alle übrigen vom Volk der Stimme des Herrn ihres Gottes und den Worten des Propheten Haggai, wie ihn der Herr ihr Gott gesandt hatte. Und das Volk fürchtete sich vor dem Herrn. Da sprach Haggai, der Bote des Herrn, der beauftragt war mit der Botschaft des Herrn an das Volk: Ich bin mit euch, spricht der Herr. Und der Herr erweckte den Geist Serubabels, des Sohnes Sealtiels, des Statthalters von Juda, und den Geist Josuas, des Sohnes Jozadaks, des hohen Priesters, und den Geist aller übrigen vom Volk, daß sie kamen und arbeiteten am Hause des Herrn Zebaoth ihres Gottes, am 24. Tage des sechsten Monats im zweiten Jahr des Königs Darius. Kapitel 2. Am 21. Tage des siebenten Monats geschah des Herrn Wort durch den Propheten Haggai: Sage zu Serubabel, dem Sohn Sealtiels, dem Statthalter von Juda, und zu Josua, dem Sohn Jozadaks, dem hohen Priester, und zu den übrigen vom Volk, und sprich: Wer ist unter euch noch übrig, der dies Haus in seiner früheren Herrlichkeit gesehen hat? Und wie seht ihr's nun? Sieht es nicht wie nichts aus? Aber nun, Serubabel, sei getrost, spricht der Herr, sei getrost, Josua, du Sohn Jozadaks, du hoher Priester, sei getrost, alles Volk im Lande, spricht der Herr, und arbeitet. Denn ich bin mit euch, spricht der Herr Zebaoth, nach dem Wort, das ich euch zusagte, als ihr aus Ägypten zogt. Und mein Geist soll unter euch bleiben, fürchtet euch nicht. Denn so spricht der Herr Zebaoth: Es ist nur noch eine kleine Weile, so werde ich Himmel und Erde, das Meer und das Trockene erschüttern. Ja, alle Heiden will ich erschüttern. Da sollen dann kommen aller Völker Kostbarkeiten, und ich will dies Haus voll Herrlichkeit machen, spricht der Herr Zebaoth. Denn mein ist das Silber und mein ist das Gold, spricht der Herr Zebaoth. Es soll die Herrlichkeit dieses neuen Hauses größer werden, als die des ersten gewesen ist, spricht der Herr Zebaoth. Und ich will Frieden geben an dieser Stätte, spricht der Herr Zebaoth. Am 24. Tage des neunten Monats, im zweiten Jahr des Darius, geschah des Herrn Wort zu dem Propheten Haggai: So spricht der Herr Zebaoth: Frage die Priester nach dem Gesetz und sprich:
Wenn jemand heiliges Fleisch trüge im Zipfel seines Kleides und berührte danach mit seinem Zipfel Brot, gekochtes, Wein, Öl oder was es für Speise wäre, würde es auch heilig? Und die Priester antworteten und sprachen, nein. Haggai sprach, wenn aber jemand durch Berührung eines Toten unrein wäre und eins davon anrührte, würde es auch unrein? Die Priester antworteten und sprachen, es würde unrein. Da antwortete Haggai und sprach, ebenso ist es mit diesem Volk und mit diesen Leuten vor mir, spricht der Herr, und auch mit allem Werk ihrer Hände, und was sie dort opfern, ist unrein. Und jetzt achtet doch darauf, wie es euch gehen wird von diesem Tage an und ferner hin. Wie ging es euch denn, bevor ein Stein auf den anderen gelegt war am Tempel des Herrn? Wenn einer zum Kornhaufen kam, der 20 Maß haben sollte, so waren kaum 10 da. Kam er zur Kelter und meinte, 50 Eimer zu schöpfen, so waren kaum 20 da. Ich plagte euch mit Dürre, Getreide, Brand und Hagel in all eurer Arbeit, dennoch bekehrtet ihr euch nicht zu mir, spricht der Herr. Nun aber achtet doch darauf, wie es euch ergehen wird von diesem Tage an und ferner hin. Vom 24. Tage des 9. Monats an, nämlich von dem Tag an, da der Tempel des Herrn gegründet ist, achtet darauf, ob noch der Same in der Scheune dahinschwindet und ob Weinstock, Feigenbaum, Granatbaum und Ölbaum noch nicht tragen. Von diesem Tage an will ich Segen geben. Und des Herrn Wort geschah zum zweiten Mal am 24. Tage des Monats zu Haggai. Sage Serubabel, dem Statthalter von Juda, ich will Himmel und Erde erschüttern und will die Throne der Königreiche umstürzen und die mächtigen Königreiche der Heiden vertilgen und will umwerfen die Wagen und die darauf fahren. Ross und Reiter sollen fallen, ein jeder durch des andern Schwert. Zur selben Zeit, spricht der Herr Zebaoth, will ich dich, Serubabel, du Sohn Sealtiels, meinen Knecht nehmen, spricht der Herr, und dich wie einen Siegelring halten. Denn ich habe dich erwählt, spricht der Herr Zebaoth.